Da hinten ist, da ist ein Pflaster. Ich glaube, ich muss noch näher ran. Ich mag, wie einfach so eine Klappe aufgeht und ein neues Fass rauskommt und die Klappe dann wieder so zufällt. So, das ist viel zu laut. Hier ein neues Fass. Ja. So, und jetzt haben wir unser Go! Ach ja, wow, stimmt. Unser Fass-Level. Hey, bei, als du das erste Mal gemacht hast, war da kein Pfeil, kann das... Nee, da war es auch nur optional, aber hier ist es, muss man es machen, um im Level weiterzukommen. Weißt du, was ziemlich sick gewesen wäre? Hättest du den Style losgelöst, hättest den Loom gesammelt und wärst dann auf den runterfallende Plattform, hättest dich retten können. Ja, leider nicht so viel Zeit, leider. So cool bist du, darüber nachzudenken. Ja. Ich könnte das Trampolin wählen. Ziemlich cool, oder? Ich mag den Soundeffekt. Das schwingt. Oh, da ist doch ein. Da sind noch Hidden Loops. Hidden Loops, kennt sie. Mhm. Wettlauf um die Looms. Etwas, wo ich gerne mal teilgenommen hätte, aber. Da war ich zu spät. Rayman da kommt scheiße. Am Ende von Rayman 3 kommt immer noch ein Link fliegen wir da hoch, oder? Ubisoft-Seite. Ja, klar, warum nicht? Hm. Feenlichtung. Hä? Ist das eine Warp-Zone oder was? Hm. Was? Hm. War das schwarz für dich? Warst du in einem komplett schwarzen Raum damals? Ich weiß nicht, ob wir auf dem PC das Spiel so weit gespielt haben. Ach ja. Also siehst du das da drüben? Als wir im ersten Level die Ranke entlang geklettert sind. Ja. Was ich gesagt habe, hier in dem Abschnitt gibt es einen Käfig. Oh, ich dachte, stimmt. Moment, der ist nicht hier drin. Ich dachte, der wäre direkt hinter mir. Ah ja, wenn ich jetzt Escape drücke. Nein, man sieht es hier nicht. Aber wir sind wieder in der Feenlichtung jetzt. Moment. Das ist gerade aber nicht das einzige Level, was wir noch nicht 100% 6 von 7 haben, und 48 von 50. Hm? Willst du mir erzählen, dass du das alles von Anfang an geplant hast? Ja. Das heißt, du hast bisher alles geholt? Ja. Du Haufen Scheiße. Soll ich hier vorwegnehmen, dass wir da später, dass wir den Zeitreise an den Tag legen? Dieser Mann. Oh, ich finde den Moment so gut, wie man auf einmal dann hier ist, in diesem fucking Level. Ich weiß nicht, ich verstehe nicht mal warum oder so. Ja. Oder ist nicht noch, als ich am Anfang von dem Level, das wir da vorgespielt haben, gesagt habe, sieht aber ein bisschen aus wie die Feenlichtung. Halt deine Schnauze. Ja, sowas mache ich auch. Ich habe früher oft genug immer mit irgendwelchen Freunden irgendwelche Spiele gespielt, die sie noch nicht kannten und saß dann immer da und habe hin und wieder solche Sachen gedroppt. Tatsächlich stirbt er ja. Siehst du das? Siehst du das? Ich wundere mich, ob es damit was auf sich haben wird. Die Leute so, ja, was hat's jetzt oder nicht? Halt die Schnauze, Johnny. Zum Beispiel bei... Ich glaube bei Paper Mario 2, wo man den Namen von dem einen Geister erraten soll und dann... Guck mal, das P ist nicht da. Wie kann das denn sein? Nee, ich glaube, ich habe so gesagt, wäre es nicht lustig, wenn der Rumpelstilzchen heißen würde. Wow. So offensichtlicher kann man es nicht mehr machen. Oh Gott. Die Frage ist, nein, er ist es nicht, aber ich stelle mir gerne vor, dass das der eine Pirat ist, den wir gesehen haben, der uns schon mal mit den Fässern beschossen hat. Der hat ja aber rote Kleidung. Ich stelle es mir sehr gerne vor. Ich fand es besonders widerlich, dass ich gesagt habe, hey Mogi, das einzige Level, wo du bisher verkackt hast, war das zweite. Und du so, ja. Der wird sich wundern. Und Mann, hab ich mich gewundert. Ja, und da ist der Käfig, der uns... Oh, kann ich von hier aus erwischen? Juhu! Kannst du da einfach durchhauen? Ja gut, es sind Energiekugeln. So, und lass mich schauen. 50 von 50, 7 von 7. Gut. Haufen Scheiße. Gehen wir wieder. Ich weiß nicht, ob ich mit so jemand Durchtriebenen wie dir weitermachen möchte. Und davon ist ein Schalter. Vielleicht sollte ich mich bedanken. Das war eine ziemlich unterhaltsame Sache. Hast du gut gemacht. Bedanken würde etwas zu weit gehen. Ja, aber ich hab gesagt, hast du gut gemacht. Oh, Moment, ich muss mit dem Fass dagegen fliegen. Ah. Was war das gerade für ein Soundeffekt, den Rayman gemacht hat? Hörte sich kurz an wie eine Frau. Tschüss! Ja, manchmal, wenn er abrollt. Nope. Ah, da ja, war's. Doch, das. Ja.
Und dann, wenn er das Fass hochhebt, ist er sehr männlich. Oh Mann, jetzt muss ich wieder das Fass schleppen. Wie damals in den Kohlebienen. Vorsicht, Baby, das ist zu schwer für dich. Das ist Männerarbeit. Aber es geht hier darum, ein Kind zu gebären. Was habe ich gerade gesagt? Aber der Hund ist in der Mine schon ohnmächtig geworden. Vielleicht solltest du da nicht rein, dass wir Gase abholen. Deswegen gehen wir nicht mehr zu diesem Tierarzt. Mein Minenhund ist gestorben. Jetzt muss ich allein in die Mine rein. Außerdem sehr, sehr giftiges Zeug am Boden. Siehst du die Totenschädel der Geister, die da rauskommen? Ja, aber deswegen meinte ich das auch. Ich kann mich an dieses Level erinnern. Wow! Das sind fortschrittliche Bewegungsmelder. Dem habe ich es gegeben. Ich liebe Animationen oder also generell bei Cartoons, bei Videospielen, wenn der Kopf einfach so komplett weggeschleudert wird, dass die Beine auf derselben Höhe hinterherkommen. Jetzt verstehst du, was ich meine. Ja. Die einfach so von den Füßen gerissen werden. So, und hier haben wir ein verschlossenes Tor. Bevor wir von den Füßen gerissen werden, sollte ich den Schalter aktivieren. Die runden Schalter gehen immer auf Zeit, wie mir gerade erst auffällt. Ah. Ich hätte mal. Ja, doch, das ist eigentlich ein gutes Muster, das man dahinter erkennt. Die Runden sind immer die zeitlichen Schalter. Ja. Weil man die auch immer wieder drücken kann, das sind so Buzzer. Ja. Die sind ziemlich spaßig. Ich meine, so, in der Theorie kann man natürlich so Schalter, die man einmal umhebelt. Ja, eigentlich sind es ja keine Schalter, sondern Hebel. Oh Gott, es rutscht! Oh Gott, es fällt! Ne, warum fällt hier alles? Go! Au! Lauf! Raven realisiert, dass alles unter ihm wegbricht. Lauf! Oh Gott, Johnny, mir wird gerade bewusst, jetzt wir stehen gerade so vor den wirklich coolen Leveln aktuell. Hier ist es ziemlich windig, wie die Fahne sagt. Es ist sehr windig. Ich meine, siehst du das Piratenschiff da hinten? Ich sehe den Mond, der sich im Meer spiegelt. Ziemlich verzerrt. Und da ist ein Schiff unterwegs. Da ist null Wellengang. Gehen wir auf das Schiff? Nein. Sieht aus wie eine gute alte Kogge. Das ist ein sehr kleines Schiff. Ja, Aber sehe ich, die Level hat was damit zu tun. Alle der Türen. Sieht aus wie eine Kogge. Habe ich schon Kogge gesagt? Das ist die Klippe. Da ist ein Schiff. Oh yes! Willkommen ein bisschen der Klingelbart-Action! Yeah! 33.000 Sklaven sind schon an Bord. Ach du Scheiße. Die sammeln Stellen einfach Sklaven, Bein. Was soll das? Ich bin aber ein Roboter. Sie haben aber Roboteraffen quasi. Weißt du, warum ich Angst vor denen hab? Weil sie Roboter sind. Roboter. Roboter erobern die Welt! So, und dieses Level besteht daraus... Raymonds Welt! ...dass wir beschossen werden. Eigentlich sollte er da automatisch springen, aber es macht er irgendwie nie. Wieso soll er automatisch springen? Ja, an der Stelle, wenn die Teile so runterfallen. Das macht ihr irgendwie bei der Version, die ich aktuell habe, aus irgendwelchen Gründen nicht immer. Oder ich stehe falsch, ich weiß auch nicht. Oh, und es gibt hier rote Granaten, das sind neue Gegner, die kann man nicht zähmen. Oh, die sind ziemlich wütend. Mhm, die laufen einem nur entgegen. Wildgranaten. Das war ziemlich fürchterlich. Wieso wird das schon so früh als Fail Naja, es gab keine Möglichkeit mehr, wo ich mich hätte retten können, also. Bei mir sah das so aus. Ach so, weil ich glaube, das Bild kam später als der Schrei. Och, komm schon! Deswegen wirkt es so, als wäre bereits, bevor du auf der Plattform warst, hätte er angefangen zu schreien. Hier ist ich schon hasse die Musik. Diese Teile. Das ist halt wirklich das Raymond 2-Theme. Das habe ich im ersten Part schon gesagt. Naja, die Untertitel von dem Spiel ist Great Escape und dieses Lied, das spricht für eine große Flucht. Sind auf dem Weg in die Freiheit, Johnny. Stimmt, das ist wirklich immer so eine große Flucht. Ihr macht eure eigenen Gebäude hier kaputt, ihr Vollidioten. Gebäude ist ein sehr großes Wort. So leicht gebildet.
Baracken. Ah! Oh Gott, Raymond, bitte halt dich fest. Gott, dieses Level finde ich aber unglaublich cool. Ich will wieder dieses Feeling von den zwei Raymond-Spielen, die ich gerne habe. Das würden wir alle wollen. Ah! Holzbauten in solchen waldähnlichen Gebieten. Ich weiß nicht, ich liebe das. Vielleicht bekommen wir es ja. Ich würde mir wünschen, dass vor allem bei Raymond 4 was... Oh Gott, nein! Weißt du, das hat sowas von solchen Baumhäusern. Einfach dieses Zusammengeschusterte. Ich liebe das. Ja, das auch. Ja, habe ich auch schon gesagt, dass ich das aus Holz, das mir sehr, sehr gut gefällt hier. Ja. Vielleicht wird es ja bei Raymond 4 wieder ein bisschen... Ich hoffe, dass es zurück ins Raymond 2-Universum geht. Das würde mich sehr glücklich machen. Ich habe mir noch nie dieses Raymond-Spiel angeguckt, wo man... Ich weiß, dass es das gibt und ich glaube, ein Kumpel von mir hat das mal und wir haben es nicht wirklich gespielt. Und irgendwie so, es passiert glaube ich auch auf Raymond 2 und das ist so ein Rennspiel. Es ist Raymond M und es ist scheiße, ja. Um die Wette rennt. Ja, es ist scheiße. Ja, ich weiß nicht, ist es scheiße? Ich glaube, es hat viele Fans. Ja, aber es ist scheiße. Ich glaube, ich muss mal eben ein Paket annehmen. Mann, das ist... Nein, nein! Das ist in diesem Walkthrough noch nie passiert. Dann werde ich den Teil hier mal allein machen. Ich weiß, viele Leute werden jetzt sagen, aber Schmuggerino, ich bin großer Fan von Raymond M. Man könnte sagen, Raymond mein Lieblingsspiel. Dafür steht das M für mich immer. Und ich für meinen Teil muss sagen, ich sehe absolut nicht warum. Ich meine, Raymond M würde funktionieren, wenn es ein kleines... Das ist quasi so ein kleines Renn-Minispiel. Es würde funktionieren, wenn es ein kleines Minispiel aus Raymond 2 wäre oder so. Aber als eigenes Spiel, es ist... Nach 10 Minuten, das ist halt wirklich, wirklich langweilig. Es tut mir leid. Oh, und jetzt, hoffentlich bricht der Boden jetzt nicht wieder unter mir ein. Unangenehme Situation. Ich muss auf Joni Ballaroni warten. Nö. Fuck. Ich wusste das noch. Okay, Johnny, wir sind immer noch auf der Flucht von den Robopiraten. Okay, Johnny, es ist immer noch ziemlich stressig hier. Halt dich voll dem Wasser fern, das ist starke Strömung. Oh, und diese Stelle hier, die kommt dir vielleicht auch aus Rabbit 3 bekannt vor. Fanden sie so gut, dass sie die nochmal recyceln mussten. Und zwar, wir rennen jetzt den Turm hoch und das Wasser steigt und wir müssen uns beeilen. Ich bin gerade sehr enttäuscht, dass das kein Raymond 3 Original ist. Ja, wir starten direkt hier. Es ist hier nur weniger nervig und mit rüssigen Checkpoints, wie ich gerade sehe. Nein! Dafür, dass dieser gute Michel beim dritten Teil nicht mitgemacht hat, war es ein würdiger Nachfolger, muss ich sagen. Ich denke, es ist gut, dass sie ein gutes Stück weit in eine andere Richtung eingeschlagen haben. Ja, aber gleichzeitig so viele... Sie haben sich das die Vorlage definitiv angeschaut und zu Herzen genommen. Ja. Ja, und ich denke, es ist auch gut, dass sie da ein Stück weit was anderes gemacht haben, weil ich habe das Gefühl, wenn es einfach nicht das Gleiche ist, dann versuch nicht das Gleiche zu machen. Ja, das stimmt. Es funktioniert dann einfach nicht. Und Gott, es tut mir leid, dass ich gerade so schlecht bin. Ich sterbe gerade sehr, sehr viel in dem Level. Schrecklich. Ich mag gar nicht hinsehen. Ich glaube, alle Leute sind sauer auf dich. Irgendjemand ist bestimmt da. Der wird jetzt da sitzen und sagen, Mucki, ich bitte dich. Erbärmlich. Ja. Das ist erbärmlich, wie du spielst. Du musst A drücken, um zu springen. Nicht B. Nein, ich muss B drücken, um zu springen. Punkt Nummer 1. Einfach. Fass. Erbärmlich. Erbärmlich. Wow, im anderen Spiel hättest du sowas von Schaden genommen, wenn du einfach auf den Fass springen würdest. Ja. Da sind wieder die Klappen. Klappen sind super. Ah, ja, du hast es angemerkt, ich mochte das Geräusch von den Klappen auch immer. Oh shit, goldene Faust! Yeah! Ah. Halt dich fest, Raymond. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Die verdammten Netze. Es ist so anstrengend, an solchen Dingern zu klettern. Bist du mal eine Strickleiter hochgeklettert, die unten nicht fest ist? Ich weiß, das ist eine sehr spezielle Frage, aber... Dass ich mich daran erinnern kann, ehrlich gesagt. Das ist scheiß anstrengend. Weil das funktioniert... Das ist nicht... Wenn das unten nicht fest ist, schwingst du damit einfach weg. Ich wollte gerade sagen, man hat da ja nicht wirklich, man hat überhaupt keinen Halt. Ja, das ist, als wärst du ein Mensch ohne Wirbelsäule. Du musst einfach... Oh, ist einfach nur eine Glaskugel, okay. ...mit der Körperspannung arbeiten, sonst kommst du nicht hoch. Hast du den Schalter aktiviert? Gerade eben? Ja. Ja, damit sich das Teil gedreht hat. Da habe ich nicht hingeschaut. Du hast sehr verpasst, wie ich Schalter aktiviert habe. Mach mir keine Vorwürfe. Ich mag diese Gegend hier. Ich mag das Level wirklich, auch wenn ich jetzt ein paar Mal gestorben bin. Es gefällt mir einfach, die ganze Zeit wirklich auf der Flucht zu sein und beschossen zu werden. The Great Escape. Ja!
Ja! Haben wir überhaupt schon mal eine Stelle gehabt, wo wir gesagt haben, oh Gott, das ist ziemlich scheiße? Ich glaub nicht. Wir haben vielleicht gesagt, das ist jetzt ein bisschen nervig und dann hast du es im First Try gemacht und dachtest so, ach, das war gar nicht so schlecht. Das Spiel hat auch nicht wirklich schlechte Stellen, beziehungsweise die Stellen, die ich persönlich nervig finde, das sind eher so, es gibt ein paar Gimmicks, die nicht in allen 100% von allen Stellen funktionieren. Zum Beispiel mit Sam kann man schnell mal Probleme haben oder mit der Pflaume, aber in der Situation waren wir nicht. Das war ich alles ziemlich geschmeidig. Die Stelle mit Sam ist zwar schwer, aber auch gleichzeitig weiß man einfach, dass es eine ziemlich coole Idee ist. Es funktioniert auch in ungefähr 99% der Fälle. Und nur ein, zwei Stellen, wo ich da das Gefühl habe, wenn die Piranhas da halt kommen, ich weiß nicht wirklich, wie sie sich bewegen und ich weiß nicht, ab wo sie nicht, wann Treffer registriert wird und dann wann nicht. Und das ist relativ nervig. Oh, da ist die Musik! Oder wenn man die Leine abreißt, weil man komplett falsche Richtung eingeschlagen hat. Ja, genau sowas. Gott, ich liebe diese Musik, die hier gerade ist. Oh, so eine kalte Musik! Oh Gott, das wird ein bisschen schwer mit den Looms. Naja, die haben ein bisschen magnetisches Dingens. Die sind sehr... Ansonsten wäre das eine sehr nervige Stelle. Sie haben sich bei Rabbids 2 Mühe gegeben, das Spiel eher angenehm zu gestalten. Ja, ich glaube auch. Wie cool das hier aussieht. Ich finde, die Musik trägt hier am meisten zu der ganzen Situation bei. Ich meine, wir sind hier, wir fliegen irgendwo einfach über dem Nichts und dann diese mysteriöse Musik. Und Fässer, die mit Drohnen auf Rayman zugeflogen kommen. Wo sind wir hier? 2027? Die nicht ganz so weit entfernte Zukunft. Das wäre das Jahr 2002, wie mir scheint. Alter, da ist ein Schiff mit einem Suchlicht. Nein. Das hat nicht funktioniert. Oh, zum Glück hast du den Loom noch bekommen. Das wäre fucking frustrierend gewesen. Na. Oh Gott. Oh Gott. Oh! Das war ziemlich knapp. Nix. Weiß nicht, ob du das vorhin gesehen hast. Übertragung, ich sehe alles. Ich weiß. Oh Gott, nein, nein, Rayman! Ah, nein! Hoffentlich scheiße, du hältst dich doch sonst immer fest. Die roten Granate, ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, aber die können über die Luft rennen tatsächlich. Oder können es, beziehungsweise an einer einzigen Stelle haben sie es gemacht, wo der Boden vor ihnen weggebrochen ist. Da weiß ich nicht, ob das wirklich so sein sollte. Die können scheinbar über die Luft rennen. Das ist seltsam. PC-Version, wo gibt's die überhaupt? Die roten Granaten? Nee, die PC-Version, wo es die gibt. Ich hab's bei GOG gekauft. Okay. Gut, das wäre dann auch mein Fragebogen beendet. Dieser Weg hier sieht gerade so sehr ähnlich aus wie ganz am Anfang vom Intro von dem Spiel. Ich wundere mich, ob das die Kamera da entlang gefahren ist bei dem Intro. Ob es da nur hell war. Naja, nicht wirklich. Da ist man auch in so einem Fels mit so ein bisschen Strand unten. So eine Klippe da quasi. Ach so. Sehr ähnlich aussah. Ja, das war schon ein bisschen, ja, das soll einfach wahrscheinlich dasselbe Gebiet sein. Das kann sein. Und da haben wir neuen Piraten. Wo die Piraten halt auch hin. Das ist, man kommt ja so ein bisschen immer näher dem Piraten-Hauptquartier, ne? Würde ich mal sagen. Dass das wahrscheinlich die Absicht ist. Nicht wirklich. Die Sache ist, wir sammeln die 4 Masken und wenn wir die haben, dann warpt uns quasi Prolocus zu den Piraten. Okay. Ach ja, stimmt. Ja gut, aber trotzdem sind die ja hier irgendwie unterwegs. Und das hier gerade wirkt wie ein sehr großes Basisschiff oder so. Mhm. Und hey, gute Neuigkeiten, Johnny. Letzter Käfig, aber uns fehlen noch 10 Looms. Unangenehme Situation, würde ich sagen. Allerdings... Dass du einen Plan hast. Ja, das finde ich ein bisschen lame. Man geht hier hoch. Und hey, zwei Super-Looms. Zwei Super-Looms. Es ist halt so, ja, okay, ihr hättet doch im ganzen Level noch irgendwo... noch 10 normale Looms reinpacken können, wäre es nicht sinnvoller gewesen. Dann wenigstens noch 5. 2 Super Looms direkt über dem Eingang, das ist halt wirklich lame. Vielleicht gab es irgendwie Renderprobleme. Das könnte sein. Die Looms, so die wir eingesammelt haben, waren nur so da, wo es keine Holzteile unter uns gab. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ich dachte gerade, was machst du, aber das war wieder dieses dämliche Bonusspiel.